Hallo Sammlerfreunde, herzlich willkommen zu Fantastic Toys and Merchandise. Herzlich willkommen an der Retrobar. Leute, in Fantastic haben wir schon das ganze Universum erforscht. Wir sind in die tiefsten Weiten des Universums vorgestrungen mit Star Trek, Star Wars oder auf den wunderschönen Planeten Eternia bzw. Eteria bei She-Ra. Aber heute gehen wir mal zurück zur guten alten Mutter Erde und gehen mal runter in die Tiefsee. Nein, nicht Sequest DSV, sondern Lego. Eine wunderschöne Aquaserie. Ich habe vor einiger Zeit dieses Playset bekommen. Und bevor es die Kids in die Finger kriegen, dachte ich mir, das zeige ich euch einfach mal. Ja, die Kids warten schon sehnlichst darauf. Sobald die Sendung vorbei ist, kriegst du das Set nämlich geschenkt. Gerade Lego ist ja in Sachen Kreativität unschlagbar. Es ist unglaublich, was die alles immer den Kids bieten. Ich meine, als Kind hatten wir auch diese Weltraumstationen und diese Raumfahrzeuge und so. Und heute haben die Kids das gleiche praktisch wieder, aber nur viel besser. Der Fortschritt hat Einzug gehalten. So, ich habe jetzt genug gelabert. Wir gehen jetzt mal rüber und schauen uns dieses wunderschöne Playset an. Nebenbei gesagt ist Lego das meistverkaufteste Spielzeug der Welt. Naja, ist ja auch kein Wunder. Bei der Masse Bausteine. Der Aufbau eines solchen Playsets kann mitunter schnell mehrere Stunden verschlingen und ist speziell für Kinder gemacht. Große und kleine. Und wie bei Lego gewohnt, alles extrem genau beschrieben. Alte originalverpackte Lego-Sets aus den 70er Jahren oder älter können teilweise schon vierstellige Beträge bringen. Naja, die stehen den Star Wars Classic Toys ja nichts nach. So, da sehen wir jetzt mal das herrliche Playset an einem Stück. Möchte man gleich loslegen, wa? Im Playset mit enthalten war dieses kleine U-Boot. Die beiden Greifarme sind beweglich. Jupp. Der hintere Teil der U-Boot-Sektion lässt sich öffnen. Bietet jede Menge Platz für Ausrüstung und Personal. Die Hecksektion mit dem Antrieb. Ein Blick auf die Unterseite? Naja, nicht ganz so spannend. Schon ein schönes Stückchen, das muss man schon sagen. Ihr müsst sowas erstmal entwerfen. Okay, Sammlerfreunde, ich gebe zu, das Vogelgezwitscher passt nicht zu einer Unterwasserwelt. Beginnen wir bei dem Turm auf der rechten Seite. Dieser lässt sich öffnen und gibt den Blick frei auf eine kleine Kommandozentrale. Rundherum schön gestaltet. Begeben wir uns langsam in das Innere.
An der Oberseite des Playsets befindet sich auch noch ein Kran. Er lässt sich um 360 Grad drehen. Naja, richtig cool finde ich diesen beigepackten Kraken. Als Legostein, hat doch was. Und hier befindet sich noch eine Pumpstation. Auf den ersten Blick übersieht man gerne die vielen Details. Es gab auch jede Menge Beipackfiguren. Jo, bei Boba Fett sind es Jetpacks und hier sind es ganz normale Unterwasserantriebe. Okay, Sammlerfreunde, ich verabschiede mich aus den Tiefen der Ozeane und gebe zurück zum Schlusswort. So, Sammlerfreunde, wir sind mal wieder am Ende unserer Sendung angekommen und das Playset wird jetzt bald den Besitzer wechseln in den nächsten Minuten. Ich hoffe, euch hat die heutige Sendung gefallen. Dieses Set ist wirklich wunderschön. Also, wenn meine Frau mir nicht ständig drohen würde, dann würde ich wahrscheinlich alles sammeln. Ich würde mir dann irgendwann mal so eine 1000 Quadratmeter Halle kaufen und die vollpacken bis zum geht nicht mehr. Aber meine bessere Hälfte verhindert das ja. Aber auf der anderen Seite, wenn man sich überlegt, was das ganze Zeug wert ist. In diesem Sinne, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und ich hoffe, dass wir uns in 2 Wochen bereits schon wieder melden. Ihr wisst ja selber, beruflich sehr eingespannt, aber ich bleibe fantastisch treu. In diesem Sinne, macht's gut.